Hi meine Lieben und willkommen zurück zu einer neuen Folge Bellride. Im letzten Part haben wir Bradford erkundet, haben da ein paar Quests angenommen, mussten dann den Typen von irgendeiner Alten suchen. Der wurde aber irgendwie gekillt, da mussten wir wieder zurück zu der Alten und ja, keine Ahnung, bisschen Kauderwelsch da, aber es war trotzdem witzig. Jetzt sind wir gerade zu Hause und dann gucken wir mal, was wir im heutigen Part zu machen. Viel Spaß und let's go! Meine lieben Gefolgsleute, damit seid ihr gemeint. Ich habe, nachdem wir den letzten Part beendet haben, bin ich noch zu dem Weizenfeld, wie ihr links bei der Quest sehen könnt. Dieb auf dem Feld, findet das Weizenfeld. Und ich habe auch da Weizen geholt, weil ich mir dachte, okay, da waren wir jetzt schon so oft und das kennen wir. Deswegen brauche ich euch das jetzt auch nicht mehr zeigen. Was habe ich noch im Inventar? Ich habe die 5 Kupfererze im Inventar und die 2 robusten Hemden, die gefragt waren. Und wir haben jetzt den nächsten Morgen. Was ich jetzt noch ganz kurz machen wollte, bevor wir losgehen, dass ich hier... wo ist es? Wartet mal, bin ich doof? Genau, die kleine Falle mache. Auf Auffüllen und zwar 2-mal, weil ich mir denke, dass der Jäger oder der Trapper dann vielleicht auch die mal selbst repariert. Die beiden Häuser hinten sind auch noch nicht fertig. Ich weiß jetzt nicht genau, was denen fehlt, warum sie es nicht bauen. Vielleicht fehlt ihnen ja irgendein Werkzeug für, weil wie ihr seht, ist ja eigentlich hier alles... Ah ja, hier steht es ja auch, benötigt ein Werkzeug. Das heißt, ihnen fehlt der Bauhammer, glaube ich, oder wie das heißt. Ich frage mich aber, warum sie den nicht machen, beziehungsweise was kostet denn der? Hier, Zimmermannshammer, können sie doch machen. Mach mal einen und auf Auffüllen. Zielmenge erreicht. 2 und auf Auffüllen. Zielmenge erreicht, sagt es. Dann weiß ich auch nicht, wo das Problem daran liegt. Okay, das verstehe ich nicht. Gut, soll jetzt erstmal aber nicht unser Problem sein. Wir düsen jetzt die Quests abgeben. Und jetzt würde ich mal sagen, dass wir das hier zuerst machen. Denn das ist in Herndien, also quasi um die Ecke. Dann düsen wir da zuerst hin, auf jeden Fall. Die beiden Kühe stehen übrigens immer noch hier oben. Das ist doch schon endlange her, dass wir das entdeckt haben. Naja, wenn es ihnen da gefällt. Ich meine, es ist zwar blöd, wenn du die Treppen runtergehst und dir jemand auf den Kopf kötelt, aber okay. Das ist wie das Buch Der Maulwurf, der mir auf den Kopf gekackt hat, glaube ich. Irgendwie so heißt es. Da ist es nur nicht der Maulwurf, sondern die Kuh. Mal halt. Ich glaube, zu ihm müssen wir. Bezüglich der Gegenstände. Ja, nimm sie. Was nehmen wir? Ich denke, Stärke hätte ich gerne. Cool. Dann haben wir eine Münze und Ruhm und eine kleine Falle. Achso, das haben die ja hergestellt. Mein Gott. Sehr gut. Dann haben wir das schon mal erledigt. Dann... machen wir die Quest in Padstow. Heißt, wir müssen jetzt wieder den ganzen Weg zurückdüsen zum Reiseschild. Da nehme ich euch aber natürlich nicht mit. Oh, und auch hier ist wieder eine Katze. So süß. Ich hoffe, dass wir auch irgendwann mal eine haben. Ich kann da einfach nicht vorbeigehen, ohne sie zu streicheln. Tschüss, Mizi. Unsere Kuh habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Oh, da war übrigens eine Quest, die wir hätten annehmen können. Naja, wurscht. So, und hier sind wir in Petstop bei Ferdinand, der das Stroh von uns wollte. Und auch bei ihm kriegen wir wieder ein Buch. Nehmen wir Landwirtschaft. Gute Wahl. Es war mir ein Vergnügen. Sehr schön. Und dann gleich wieder zurück zum Reiseschild, beziehungsweise erstmal die Quest abgeben, beziehungsweise auswählen hier mit den 5 Kupfererzen. Die haben wir ja im Inventar. Dann geben wir die in Bradford.
Bradford ab. Ich frage mich ja, wann ich mir das mal merken kann, dass es Bradford heißt. Wenn ich immer Bradstow sagen will. Ja, aber das hört sich halt so ähnlich an wie Petstow, Bradstow. Deswegen glaube ich, geht es nicht so in mein Hirn rein. So, warte mal, das ist gar nicht der, wo wir eigentlich hin müssen. Hier, so. Patrick. Oh nein, das wollte ich nicht. Aber ich kann ja trotzdem dir die Münze verkaufen. Hallo? Hier ist das Kupfer, das du gebraucht hast. Oh, und wieder ein Buch. Dann nehmen wir diesmal Jagen. Oh, Leute, wir haben 5 Hirschfälle bekommen. Einwandfrei. Dann müssen wir jetzt ganz, ganz schnell nach Hause düsen und das in unseren Forschungstisch reinlegen. Sehr schön. Das hat sich doch mal gelohnt. Auf geht's, ab geht's. Zum Reiseschild. Jetzt können wir endlich 3 Fell hinzufügen, um das Jägerlager zu erforschen. So, und jetzt habe ich die Wahl. Ich kann jetzt entweder die 2 Felle zu Ansgar Selby bringen oder aber für irgendwas habe ich diese Felle gebraucht. Hier brauche ich 1. Was war denn das andere, wofür ich das Fell gebraucht habe? Leute, ich muss überlegen. Mir fällt es aber nicht ein. Ich meine, ich habe keine Ahnung. Dann stecken wir jetzt einfach das Fell hier in die Forschung. Was soll's. Packen wir das andere hier rein. Oh, das ist schon fast wieder voll. Aber das Fell geht noch rein und die Samen, die packe ich jetzt einfach mal dahin. Dann haben wir auch wieder schöne Bücher, die unsere Gefährten lesen können. Jetzt nehme ich aber noch kurz die 3 hier raus. Und dann gucken wir mal bei den Attributen. Was könnte sie? Sie könnte Stärke. Aber eigentlich möchte ich sie nicht mit zum Kämpfen nehmen. Also macht es keinen Sinn. Die Ema will ich auch nicht mit zum Kämpfen nehmen. Kids sowieso nicht. Lubomir. Lubomir kriegt ein Stärkebuch. Der Lukas. Auch. Odo. Hier könnte man was in Forschung stecken bei der Phoebe. Und das war's schon. Ah ja, oder hier. Landwirtschaft und Jagen. Stecken wir es in Jagen. Sehr schön. Dann haben wir auf jeden Fall auch schon mal wieder ein paar Bücher verbraten. Beziehungsweise ich kann ja auch welche lesen, ne? Aber ist jetzt auch nicht. Ich lasse das jetzt mal. Und unsere Alice ist aufgestiegen im Cooking. Pilzeintopf. Naja. Super duper. Wo war denn jetzt nochmal? Jetzt muss ich da aber dann nochmal kurz gucken. Der Zimmermannshammer, ja. Davon haben wir 2. Ich verstehe nur nicht, warum sie dann die 2 Häuser da nicht bauen. Was fehlt? Gibt es einen Zimmermannshammer, den man irgendwie... gibt es einen anderen? Oh, das Rundschild wäre nicht schlecht. Kupfernägel. Holzplanke und Seil. Könnten wir eigentlich machen, wenn er damit fertig ist, ne? Ja, machen wir. Wo war ich stehen geblieben? Es gibt hier aber kein anderes Ding mehr. Also warum können die... Ah, warte mal, jetzt hat er einen Hammer in der Hand. Baut er jetzt? Baust du? Ja, er baut. Ja, dann Leute, macht mal hier fertig. So, das. Da wir nur noch 2 Tage bis zum Winter haben, würde ich jetzt halt mal hier meinen Leutchens kurz helfen,
ein paar Sachen zu sammeln, zu essen. Und dann hätte ich jetzt gesagt... Oh, tierische Überreste. Ist hoffentlich auch mal eins der Gebäude oder der Forschung fertig. Aber da müsst ihr mir ja jetzt hier nicht unbedingt zuschauen. Deswegen bis später. Und jetzt wird einfach eine neue Quest gerade... es ist einfach gerade eine neue Quest aufgeploppt. Neue Quest wurde im Tagebuch hinzugefügt. Sprech mit Helga Bria. Was ist, wenn ich jetzt die Quest verfolge? Dann muss ich nach Bradford. Aber wieso ist die denn... Wieso kam die jetzt einfach so, ohne dass ich irgendwas gemacht habe? Ich habe, wie ihr seht, einfach nur ein paar Beeren gesammelt und hier auch noch ein bisschen Fleisch. Das finde ich komisch. Jetzt möchte ich kurz mal zum Feld gucken. Der könnte nämlich hier auch was anbauen. Also wir haben Zwiebeln, wir haben rote Beete und wir haben Radieschen und Kartoffeln. Da wird es jetzt mal Zeit, dass du das jetzt vielleicht mal anpflanzt. Und Knoblauch kannst du auch, den Rest aber erstmal vielleicht nicht. So. Ist der jetzt mal endlich fertig mit der Forschung? Oh ja, sehr geil. Zeig mir mal das Lager. Eigentlich über hier. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Das Jägerlager. Da. Ja, kostet auch ein bisschen was. Und ist auch riesengroß. Okay. Stellt sich nun mal wieder die Frage aller Fragen. Wohin damit? Wohin mit dem Jägerlager? Das Jägerlager bekommt hier seinen Platz. Und zwar ist es da, wo eigentlich auch schon die andere Trapperhütte steht. Ich hoffe, das passt. Das freut mich total, dass wir jetzt das Jägerlager haben. Eigentlich müsste man vielleicht auch mehr Leute noch zum Bauen animieren. Vielleicht wäre das gar keine so schlechte Idee. Okay, schauen wir doch mal, Leute, was wir als nächstes erforschen. Das sind die ganzen Gewänder, Wanderhose, Käslut hatten wir schon. Was mache ich eigentlich mit der Gießkanne? Ach so, ich kann damit quasi Wasser am... Die kann ich am Gürtel befestigen und dann habe ich da Wasser drin, oder wie? Interessant. Kriegshammer. Also eigentlich wäre natürlich bessere Schwerter gut. Ich brauche halt aber endlich gescheite Riemen. Ich denke mal, dass dieses Rundschild für den Anfang auf jeden Fall... nicht verkehrt ist. Jetzt fügen wir hier nochmal die Einsen zu und Beruf Apprentice-Schmied. Ich weiß nicht, was Apprentice bedeutet tatsächlich. Sagt mir das doch mal bitte. Der braucht nämlich auch hier, das Bienenhaus braucht nämlich auch den Beruf Apprentice-Bauer. Und ich glaube, dass wir, sollen wir nach dem Runenschild einen Brunnen bauen? Und vielleicht, keine Ahnung, hier so vor die Dorf Halle stellen, das wäre doch eigentlich auch ganz schön. Wisst ihr, was ich mich frage? Wenn ich jetzt einen Konstruktionshammer in die Hand nehme, kann ich dieses Ding dann fertig bauen? Das probieren wir jetzt mal aus. Weil das ist gerade nämlich wirklich ein bisschen nervig. Schaut mal, wie viele wir hier haben. Zimmermannshammer. Los, auf geht's. Ich hoffe, ich kann das machen. Du sollst bitte den Zimmermannshammer nehmen und nicht dein verstärktes Gedönster. Wow, aber es kostet sehr, sehr viel Zeit. Ist mir egal, ich baue das jetzt hier fertig. Bis gleich, Leute. Wupp, wupp. Also, Leute, wir haben tatsächlich das Haus jetzt hier fertig gebaut. Siedler verwalten. Ja, da können also jetzt immer drei Leute drin sein. Das ist natürlich schon ziemlich cool. Eigentlich ist das Haus jetzt nicht Prio 1 gewesen, ehrlich zu sein, sondern hier das Werkzeugding. Das heißt, ich baue das jetzt die ganze Nacht wahrscheinlich durch und ja, dann sehen wir uns da auch, wenn es fertig ist. Und Odo kommt, um mir zu helfen. Das finde ich sehr nett, Odo, weil zu zweit geht es nämlich schon viel schneller.
Das ist nämlich echt mühsam, hier zu stehen und jedes Teil hier bauen zu lassen. Oh, und jetzt haut er wieder ab. Oh, sehr schön, dass du einen Nagel reingeschlagen hast. GZ. Kurzes Zwischenupdate. Ich finde es ja echt witzig, dass meine ganzen Dorfbewohner pennen und ich hier den Werkzeugmacher bauen darf. Wisst ihr was, Leute? Das ist hier so viel, was ich jetzt noch bauen muss. Seht ihr das alles? Das ist so hart. Ich werde mich jetzt schlafen legen. Ich habe jetzt bei Bauen alles auf Prio 1 gemacht und hoffentlich gehen dann auch einfach mal mehr von diesen Leuten tatsächlich dahin und bauen diesen blöden Werkzeugmacher fertig, weil ein bisschen nervt es mich dann schon, dass der immer noch auf sich warten lässt. So, einmal rein in die gute Hütte. Oh, und es regnet schon. Wahrscheinlich liegt das daran, dass wir nur noch einen Tag bis zum Winter haben. Wisst ihr, was wir jetzt tun? Wir düsen jetzt als letzten Teil dieser Folge noch zu Helga und schauen, was sie uns zu sagen hat. Weil tatsächlich interessiert mich das nämlich brennend. Brennend sogar. Überbrennend sogar. Gibt es das Wort? Wahrscheinlich nicht. Nee, aber das fand ich halt echt komisch, dass das plötzlich einfach so aufgeploppt ist. Und ja, ich habe natürlich vergessen, was zu essen. Toll. Leute, ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich so das dumpfe Gefühl, dass die gute Helga uns jetzt einen Mordauftrag geben möchte. Hey, komm, spring drüber. Aber ich bin gespannt, was es dann letzten Endes ist. Wenn ihr die Quest schon gemacht habt und ich lieg richtig, dann schreibt es mal in die Kommentare. Helga, bist denn schon wieder? Überall und nirgendwo, ne? Da läuft sie irgendwo da oben, ich sehe sie. Hä? Achso, wegen dem Zimmermannshammer will sie nicht sprechen. Ist alles in Ordnung? Du siehst wieder besorgt aus. Mein Mann benimmt sich mal wieder wie ein Narr, was mich nicht überrascht. Nach seiner langen Jagd-Expedition, bla bla bla, wir haben gestritten und dann ging er in die Taverne und hat sich besoffen, ist gestolpert und fiel. Ein Ast durchbohrte seinen Arm, als er versuchte, den Sturz abzufangen. Die Wunde könnte sich infizieren. Dein Mann wurde noch nicht wegen Mordes verhaftet. Ich bin nicht einfach mit dem, was dein Mann getan hat. Ich werde nicht helfen. Keine Sorge, ich werde dir die Medizin bringen, die du brauchst. Ja, wisst ihr, das Ding ist halt, wenn ich jetzt sage, ich bin damit nicht einverstanden und ich werde dir nicht helfen, dann weiß ich halt nicht, was passiert, beziehungsweise ob wir dann nicht wieder Minuspunkte kriegen. Ja, was sollen wir machen? Was sollen wir tun? Wisst ihr was? Ich beende den Part jetzt an der Stelle. Und ihr schreibt mir mal bitte in die Kommentare, ob wir ihr helfen sollen oder ob wir sagen sollen, nö, da musst du jetzt alleine durch, meine Gute. In dem Sinn, einen schönen Abend euch und bis zum nächsten Part. Ciao!